Ein fröhliches Hallo, guten Morgen, was auch immer. Ich melde mich aus Bad Veslau. Man möchte fast ein bisschen meinen, dass Trail-Mekka in der Umgebung von Wien, zumindest im Covid-Jahr 2020, viele Läufe haben ja heuer einen Start gefunden und tatsächlich, glaube ich, ist hier einer der wenigen, ich meine nicht hier, weil da ist der Bahnhof, aber ich dachte, ich melde mich jetzt noch so lang, nicht tausende andere um mich herum wuseln. Der Zug war schon gut gefüllt von Läufer und Innen aus Richtung Wien. Es geht hier heute um den Lindkogel Trail, der drei Varianten anbietet. 34 Kilometer, 21 und 10. Ich bin heute nur auf der 10 Kilometer Strecke unterwegs, weil der Trainingsplan für mich nur einen 10 Kilometer Lauf heute vorsieht. Die lange Strecke bin ich 2018 schon einmal gelaufen. Allerdings habe ich da noch eine Rechnung offen, die muss ich auch noch mal irgendwann laufen, weil ich damals falsch abgebogen bin und deswegen nicht ganz die Originalstrecke unterwegs war. Kam zwar trotzdem auf ungefähr die gleiche Kilometeranzahl, aber ja, das geht nicht, das muss nochmal nachgeholt werden. Gut, ich muss mich jetzt eh sputen, weil ich muss ja noch zum Startbereich. Corona-bedingt alles ein bisschen komplizierter als sonst. Es gibt drei Zonen, durch die man in gewissen Zeitabschnitten durch muss. Und bin schon sehr gespannt, wie das gelöst wird. Ich finde es toll, dass man sich die Mühe gemacht hat, das trotz aller Umstände durchzuziehen und auch versucht, sicher für die Läufer zu machen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich habe unter Corona-Bedingungen noch keinen Lauf absolviert. Ja, man wird sehen. Wie gesagt, ich melde mich vom Start wieder. So, wie erwähnt, hier ist heuer der Start für den Lindkogel Trail. Normalerweise, also zumindest 2018, das ich das letzte Mal da war, ist man da links an der Malbahn vorbeigegangen, noch ein Stückchen rauf. Da war der Start beim, ich glaube, Kursalon. Warum das herunten heuer stattfindet, weiß ich nicht. Vielleicht tatsächlich, aber auch um eben diese Corona-Schutzmaßnahmen leichter durchziehen zu können. Man sieht hier eh Zone A, Check-in, da ist für mich in 13 Minuten eben dieser besagte Check-in und dann teilt sich das da drinnen eben in eine weitere Zone auf, dann gibt es auch eine Startaufstellung, alles sehr spannend. Es gibt heuer keine Garderobe, warum man sich ausgerechnet dann dort mit Corona anstecken kann, überall anders nicht oder umgekehrt, ist mir zwar nicht ganz klar, aber ist halt so, kann man nichts machen. Es gibt zumindest Gott sei Dank die Möglichkeit, sein Gepäck aufzugeben. Das war so ein bisschen schon die Sorge von mir, weil ich habe jetzt zwei Rucksäcke. Ich habe einen Rucksack, wo eben sozusagen alles drinnen ist, weil ich bin lang gekleidet, weil es doch frisch ist, aber beim Laufen ist das überhaupt keine Option. Das heißt, das kann man dann zumindest in einen Rucksack reingeben, den man mit seiner Startnummer versieht und den man sich auch wieder abholt. Spannend finde ich diesmal auch, das Goodie-Bag und die Medaille bekommt man dann beim Rauslaufen sozusagen. Also da steht dann offenbar auch niemand, der das überreicht, sondern das wird auch kontaktlos vonstatten gehen. Ja, Bad Veslau an sich ein sehr netter Ort, da drüben auch mit dem altehrwürdigen Hotel Stephanie. Na gut, ich gehe jetzt mal in die Zone und schaue mal, dass ich da weiterkomme. So, um sich jetzt vorstellen zu können, wie das hier abläuft. Das schwarze Zelt ist Eingang zur Zone A. Man stellt sich hier auf. Jetzt geht es hier im Spalier weiter. Hinter dem Powerbar-Zelt Zone B, da ist dann der nächste Wartebereich, bevor es dann da vorne bei dem Red Bull Startbogen eben raus auf die Strecke geht. Ja, bislang alles eigentlich da gut organisiert und im Griff. Es könnte vielleicht um den Ticken wärmer sein, die Sonne kommt ein paar Mal durch, weil ja, man steht sich da halt ein bisschen wirklich die Füße in den Bauch. Andererseits jammern auf hohem Niveau, sind wir froh, dass das Ding stattfindet, dass die da so eine tolle Lösung haben und alle hoffentlich hier mit Spaß heute diesen Trail laufen können. So, Checkpoint B erreicht. War jetzt auch nicht die großartige Herausforderung, nachdem ich gestern schon meine Startnummer abgeholt habe in der Mall im Laufgeschäft
habe mir das Prozedere hier erspart, wobei das Prozedere wahrscheinlich kein anderes wie gestern gewesen wäre. Zettel herzeigen, Nummer nehmen und wiedersehen. Gut, also das heißt, jetzt bin ich im letzten Checkpoint-Zone, bla, wie auch immer. Jetzt dann heißt es einmal, lange Sachen ausziehen, wobei ich muss sagen, ich bin da etwas hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt gleich mit allem, was ich anhab, loslaufen, weil es da ziemlich frisch ist. Aber man weiß ja, spätestens nach 5 Minuten ist man dann eh froh, dass man das Zeugs nicht mehr anhat, weil, ja, eigentlich perfektes Laufwetter. Gut, noch 13 Minuten. Langsam wird sie dann doch. So, jetzt noch kurz, bevor der Start losgeht, nur um das mal hier zu sehen. Es gibt diese Hütchen. Die sind alle ungefähr 1,5 Meter, zumindest hintereinander, nebeneinander. Wie geht es denn nicht ganz aus mit 1,5 Meter, vielleicht eine Spur weniger. Noch ein paar Minuten bis zum Start. Ich zittere, mir ist kalt, aber es geht bald los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und los geht's! Viel Spaß, viel Erfolg am Funktrain! 10 Kilometer, 1,37 Kilometer. So, das ist jetzt überhaupt total interessant. Das wird in Wellen gestartet. Manche haben das nicht ganz überrissen und überholen jetzt von hinten nach vorne. Ändert jetzt aber nichts daran, dass wir eigentlich ja, wie gesagt, in Wellen startet, wie man sieht. Es ist alles ein bisschen zögerlich, aber die Zeit zählt sowieso erst, sobald man über die Matte drüber ist. So. Und ja, Abmarsch und tschüss, los geht's. Gut, bis später. So, die ersten Meter sind gelaufen. Normalerweise ist hier Start-Ziel-Bereich. Also zumindest 2018 war es so. Ja, es geht schön bergauf. Mir ist schon wärmer als vorher. War nicht anders zu erwarten. Weiter geht's. So, der erste Anstieg ist gemeistert. Jetzt geht's, wie man sieht, kurz leicht bergab. Dann kommt der zweite Anstieg auf 428 Meter Seehöhe. Das ist dann auch der höchste Punkt der Strecke. Da geht es ehrlich wieder bergab zurück ins Ziel. Ungewohnt für mich. 10 Kilometer Wettkampf. Normalerweise werden es ja doch mehr die letzten Jahre. Aber das ist wirklich kurz und knackig. Und man kann es auch richtig laufen lassen. Deswegen kann man raus und abfahren. So, die erste Gehpassage. Ja, die Strecke ist doch auch technisch zum Teil anspruchsvoll. Es ist nämlich nass. Und wie man hier erkennen kann, die Wurzeln machen es halt rutschig. Aber das gehört zum Traillaufen dazu. Das wollen wir ja so. Deswegen macht man das ja auch. Und ja, es geht jetzt auch auf, wie gesagt, weiter zum höchsten Punkt und dann, wie gesagt, wo es oben einmal lang geht, geht es auch irgendwann wieder mal runter. So, irgendeiner dieser Kuppen hier im Wald soll jetzt der höchste Punkt sein. Und irgendwo gibt es auch einen Verpflegungsstand, werde ich immer auslassen, weil für 10 Kilometer ist das nicht notwendig. Ich habe mein Wasser mit, ich hätte Brot einstecken. Das obligate Brot, ja, das ist immer dabei. Außerdem habe ich heute ein bisschen mit dem Magen. Also, da jetzt sinnlos irgendwas reinstopfen, ist mir nicht so gescheit. Apropos, ich habe mir gestern einen Saft gekauft. Ein lang gehegter Wunsch. Und da war ja natürlich, ich weiß nicht, wie es mir schon geht, Äpfel, Karotten, irgendwo. Weiß der Kuckuck was alles. Ja, und ich glaube, deswegen habe ich heute so ein bisschen Magenprobleme. Aber gut, nichts Schlimmes jetzt. Aber gehört ja dazu, ein Lauf ohne irgendwelchen, wie soll man sagen, lästigen Nebeneffekten. Naja, sonst keine Schindlerei. Und man macht sie auch, um sich ein bisschen zu quälen. In diesem Sinne, weiter geht's. So, da muss man kurz innehalten, auch wenn es nicht unbedingt jetzt die Laufstrecke ist, aber die paar Sekunden muss ich jetzt zählen. Da hinten war es wie so. Das geht, wie das da heißt. Ich schaue da nach und blende es ein. Perfektes Wetter.
angesprochene Lave. Da passen wir durch. Wenn wir nicht, gelb, da geht's lang. Wunderbar. Sieht, es geht hier auf der Vorstraße bergab, ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber man kann hier richtig gut Pace machen, zumindest jetzt einmal geschafft, dass ich wieder unter dem Zimmerschnitt bin, mir sehe ich so, dass ich nicht mehr ausgehen, aber egal, das war ja so ein bisschen die Frage, soll ich mich heute zerstören auf der Strecke, in zwei Wochen ist aber der Wien rund um Madum. Zahlt sich das jetzt aus, Risiko zu nehmen, vielleicht von verknöcheln oder so, und dann den eigentlichen Hauptlauf wegen ein paar Sekunden in den Sand zu setzen? Nein, zahlt es sich nicht. Natürlich, mit einer gewissen Zeit möchte man schon ins Ziel kommen, weil sonst braucht man sich ja keinen Wettkampf anmelden. Man könnte genauso gut heute wandern gehen. Gut, um es mit den Worten von Running Daily zu sagen, ich versuche noch ein paar Leute einzukassieren. Vermutlich letzter Anstieg vor dem finalen Ziel. Sprint, Backup. Also das ist richtig toll zum Laufen, aber auch richtig anstrengend. Und ich stelle fest, bergauf habe ich nicht wirklich viel Energie. Aber dafür stelle ich auch positiv fest, runter konnte es richtig laufen lassen. Also auch wenn ich momentan eher nur auf Asphalt trainiere, aber ich denke vielleicht diese Intervallgeschichte und so weiter. Ergeben schon so und so viel. Jacqueline Nadel, Eva Pastor, Schlag am Schlag. Hannes Zellhofer, Christoph Unger, Andrea, Schießheimer. So, das war der Lindkogel Trail, der Fun Trail. Wie man sieht, ich habe es geschafft. Da kommt gerade mein Zug um 11.28 Uhr nach Wien. Ich bin jetzt noch wie ein Idiot mit zwei Rucksäcken und dem vollen Goodie-Bag, bin schon gespannt, was drin ist, zum Bahnhof gelaufen. Ich habe keine Lust gehabt, jetzt eine halbe Stunde bei dem nicht so tollen Wetter zu warten. Gut, mein Resümee, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Video kommt demnächst, beziehungsweise wenn ihr es hier seht, ist es ja schon demnächst. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.